Das ist der Big Mac Automat. Die Geschichte dahinter, die seht ihr im heutigen Video. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's zu verpassen. In Boston, da kam man 2017 auf eine ganz besondere Idee. Nachdem der Nike-Automat in den USA hypte, wollte nun auch McDonald's mitmischen. Man erschuf einen Big Mac-Automat. Einen Automaten, wo man den normalen Big Mac, den neuen Grand Mac und den Mac Junior bekommt. Doch nicht nur das ist außergewöhnlich, nein, auch die Bezahlung, selbst die ist besonders. Denn beim Big Mac Automaten, da bezahlt man nicht wie herkömmlich mit Geld, sondern mit einem Tweet. Wählt man seinen Burger aus, muss man nun seinen Twitter-Namen eingeben. Nun generiert der Automat einen Hashtag. Mit diesem Hashtag erstellt man nun einen Tweet und markiert zusätzlich McDonald's. Und schon erhält man einen gratis Big Mac. Was einfach nur genial klingt, ist natürlich die perfekte Werbung für McDonald's. Der Ansturm auf den Big Mac Automaten, der war in den USA riesengroß. Dabei werden die Burger aber nicht im Automaten zubereitet. Vorher fertig zubereitete Burger werden in den Automaten gelegt. Und dort werden sie eben in dem Automaten so lange warm gehalten, bis man sie wieder rausholt. Die ganze Aktion, die war leider zeitlich auf einen Tag begrenzt. Aber so ein Big Mac Automat, der würde mich auch reizen. Was ist dein Lieblingsburger bei McDonald's, von dem du dir auch einen Automaten wünschen würdest? Lass es mich wissen und schreib es gerne mal in die Kommentare. Bei mir wäre es auf jeden Fall ein McChicken Automat. Der wäre auf jeden Fall richtig genial. Und das war's auch schon mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag und bis bald.